Hallo und willkommen in der Klemmbausteinwelt. Heute auf Gleis 1 eingefahren für euch von Bluebricks die V100 und wie sich die zusammenbauen lässt, das schauen wir uns jetzt gemeinsam mal an. Wie nicht anders gewohnt, erreicht uns ein Paket von Bluebricks. Sehr neutral, ohne Bilder, ohne alles, aber wir haben das Wichtigste drauf, um es zuordnen zu können. Wir haben einmal die Firma, ich muss es so umdrehen, und wir haben hier einmal den Aufkleber mit dem Inhalt. Wenn wir es aufmachen, werden wir auch keine große Überraschung finden. Hier den Aufkleber, dass wir die Bauanleitung in diesem kleinen Teil versteckt haben. Ich lege es mir hier schon mal hin. Und mehrere Tüten, die wir für den Bausatz brauchen. Das hält sich hier in Grenzen. Das ist alles sehr überschaubar. Den Karton wieder weg. Hier auf der Rückseite den Warnhinweis, dass Kinder unter 3 Jahren damit überfordert sein dürften. Verstehe ich jetzt nicht, warum. So viele Teile sind es ja gar nicht. Das CE-Zeichen ist drauf, wie sich das gehört. Wir wissen, dass es ein Bluebricks Special ist und von wem es kommt. Also alles, was man braucht, ist drauf. Unnütze Bilder etc. pp. Verzichtet man drauf. Was ich hier schon freudig jetzt sehe, keine Aufkleber, aber dafür auch keine bedruckten Teile. Das müssen wir so hinnehmen, wie es ist. Ich finde hier 2 weiße Fliesen. Ich denke mal, die sind so schön separat verpackt hier. Die werden vielleicht sogar nur zusätzlich da sein. Ansonsten hier sind nochmal weiße Fliesen. Das macht keinen großen Sinn, dass diese beiden jetzt einzeln verpackt sind. Fahrwerk. Jede Menge Gummis zum Motorisieren. Das finde ich schon mal schön von diesen Gummis. Ich weiß, Noppensteine kann man nie genug haben, aber auch Gummis. Nicht, was ihr jetzt denkt. Gummis für die Räder natürlich kann man auch nie genug haben. So, ich packe das mal schnell auf meine Teller und dann sehen wir mal zu, dass das ganze Ding auch gebaut wird. Auffälligkeiten habe ich jetzt keine großen gesehen auf den ersten Blick. Wir können mal schnell schauen. Hier sind ein paar Transklierteile, aber die sind matt. Da wird sich jetzt nicht beurteilen lassen, wie stark die zerkratzt sind. Wir haben hier die Magneten. Bei den Magneten bin auch ich erst aus China gewohnt. Die sind jetzt nicht die stärksten. Also da habe ich schon gesehen, dass man eine Lok hat, einen Anhänger dahinter. Die Lok fährt los, der Anhänger bleibt stehen. Da muss ich da mal schauen, wenn es denn dann soweit ist. Ich würde sagen, genug gelabert, jetzt wird gebaut. Es ist jetzt hier Bauschritt Nummer 8 und da bin ich jetzt schon bei euch. Es ist jetzt hier nichts sonderlich Tragisches. Ich kann auch noch nicht allzu weit in die Zukunft gucken, aber ich denke mal, hier fangen wir jetzt an, das ganze Modell instabil zu machen. Und zwar ist die Idee folgendes, ich hole jetzt mal hier einen ran. Ihr seht, hier ist noch nichts geschehen und ihr seht, auf der Seite ist das schon fertig. Also wir bauen hier unten den Einser, danach Einser rund. So, hier kommt jetzt ein 1x2 ins Spiel, auch in rund. So, und wer jetzt sieht, was drüben passiert ist und wer sieht, was hier für eine Lücke ist, wird gleich wissen, aha, hier hätten es die Jungs besser machen können. Ich muss mal schnell so ein bisschen Krach machen und in meinen Kisten rumwuseln. Nee, ein 1x4 wäre jetzt gar nicht dabei, nicht einmal in einer anderen Farbe. Also nehme ich jetzt einfach mal die Fliese. So, wir stellen uns vor, das ist 1x4 und man hätte ihn jetzt hier wunderschön drüber setzen können und man hätte eine stabile Bauweise gehabt. Leider ist der Designer hergegangen und hat das Ganze so gelöst. Das finde ich persönlich jetzt sehr schade. Ich denke mal, da müsste man mal eine E-Mail hinschreiben und mal Bescheid geben, dass es diese Steine auch in 1x4 gibt.
und dass somit auch jedes Modell etwas stabiler wird. Denn hier ist ja auch eine Lok, die wir eventuell, ich weiß das gar nicht, soweit habe ich noch gar nicht geguckt, aber das kriegen wir dann ja auch raus, motorisieren könnte. Und da hätte man das dann vielleicht doch alles ein bisschen stabiler. Also hier hätte man einen anderen Weg gehen können. Viele werden auch sagen müssen. Ich sage bewusst können, da bei mir das Ganze nicht auf irgendeiner Anlage verschwindet und fahren muss, sondern bei mir dann später im Regal stehen wird. Das wollte ich euch mal gerade gezeigt haben. Bis hierhin ansonsten nichts Ungewöhnliches. Eine gute Klemmkraft, eine Bauanleitung, bei der man mitdenken muss. Also alles beim Alten. Und ich hoffe, hier wird später eine schöne Lok für mich stehen. Und jetzt wird weitergebaut. Hier bin ich schon wieder und wir reden mal wieder über Luftbautechniken. Es ist, wie man das schon mal gewohnt ist, ich drehe das mal nach vorne. So, man nimmt also etwas und steckt das einfach nur hier hin und dann kommt dann irgendwann der Zeitpunkt, da wird das von ganz alleine fest. Also ihr seht das hier, kein doppelter Boden, kein verstecktes Seil, kein Trick. Jetzt der Schwenk rüber, tada, in die Bauanleitung. So, ich denke mal, ihr könnt das hier sehen. Hier liegen meine Teile und jetzt möchte der Designer, dass ich die, ich will das jetzt nur hier hinlegen, so und so hier dran mache. Ich mache das jetzt mal ganz locker. Also ich soll das so machen und das so. Das nervt doch jetzt schon. So. Und dann soll ich den davor nehmen, dass dieser eine Stabilität in die Konstruktion bringt. Da frage ich mich doch, warum gehe ich nicht her und mache das Ganze auf eine viel stabilere Art und Weise. Das ist, mit einer Hand ist das jetzt gerade so ein bisschen nervig. Ich versuche das jetzt nur mal anzudeuten, aber wo ich mir denke, warum mache ich das nicht? So, es wird jetzt nicht fest, ich halte es jetzt nur kurz dahin. Macht das so und legt dann den über dies. Oh, das fällt schon wieder hier hinten, fällt schon wieder. Und hier fällt mir schon wieder raus. Also ihr seht jetzt schon, wir arbeiten hier wieder viel mit Luftbautechnik, die dann unterm Strich hoffentlich irgendwann mal alles hält. Bislang tut sie es noch nicht so wirklich, obwohl ich ja gespannt bin, wie das Ganze enden wird. Ich hoffe, man kann das hier so ein bisschen erkennen. Wir haben hier auch leichte Farbabweichung, das kann ich dann jetzt schon mal zeigen. So, hier sehe ich gerade, ist es noch nicht ganz fest gewesen. Das hier, was ich vorhin schon gesprochen hatte, also da, bitte Blue Bricks. Wenn einer von euch gucken sollte, tauscht das aus. Legt uns hier den passenden Stein bei, denn ich habe das jetzt schon so oft in der Hand gehabt hier beim Bauen, das hält einfach nicht und das hätte man wirklich lösen können. Und ich bin davon überzeugt, dass zwei einzelne Steine nicht teurer sind als vier einmal Zweier. Also überdenkt das bitte nochmal. Guckt euch das an, trefft eine Entscheidung, macht eine Betriebsversammlung oder wie auch immer und dann werdet euch einig, da wo man so etwas verhindern kann, da verhindern wir das. Ich gehe doch mal schwer davon aus, dass irgendjemand das Ganze nachbauen wird, nachdem der Designer das entworfen hat und doch auch auf solche Fehler stoßen müsste. Egal, genug Kritik. Ich werde jetzt hier das Ganze weiterbauen und bin gespannt, auf was für Tücken ich hier noch stoßen werde. Und hier haben wir sie, eine V100, genauer gesagt die V100 von Blue Bricks. 24,95 kostet sie, knapp 500 Steine beinhaltet sie. Die Maße sind ungefähr 27 x 10 cm, 6 cm breit.
Da ich das Glück oder Pech hatte, wie auch immer man das jetzt sehen möchte, recht nah an einer Trasse der Deutschen Bahn groß werden zu dürfen, ist mir diese Lok sehr gut in Erinnerung. Sicherlich wird der ein oder andere Eisenbahnfan was zu meckern haben, sei es denn an der Form oder an der Aufmachung. Ich selber habe diese Lok sofort wiedererkannt. Sicherlich ist sie in zwei Noppen breiter, detailreicher möglich zu bauen, aber in sechs Noppen breit würde ich sagen, ist hier schon was sehr, sehr Schönes gelungen. Es gibt leichte Farbunterschiede, man kann sie hier und hier ganz gut erkennen. Aufkleber gibt es an dieser Lok keine. Da muss man mal schauen, da verspricht uns ja Blue Bricks, dass es zeitnah dann noch irgendwelche Aufkleber geben wird. Mal sehen, ob es was für die V100 gibt. Hier unten versteckt der Blue Bricks, der blaue Stein. Wann das eingeführt wurde, kann ich nicht einmal sagen. Wenn ihr das wisst, dann schreibt es mir doch mal unten in die Kommentare. Und es ist, jetzt muss ich gerade kurz überlegen, es ist nicht nur ein Blue Bricks verbaut, nein, es sind insgesamt drei verbaut. Hier sieht man es auch noch mal durchschimmern. Das geht also komplett hier durch. Ist es blau? Also wirklich ein, wie ich finde, nicht störendes Firmenlogo. Es hat einen Wiedererkennungswert. Hier drunter leider ein bisschen blöde. Man hätte uns da also noch ein paar Steine mehr gönnen können, denn das hier drunter ist hohl und somit auch wieder instabil. Was uns aber jetzt nicht stören soll, da diese Lok sowieso nicht motorisierbar ist, so ohne weiteres. Das würde eine Menge, Menge Umbaumaßnahmen erfordern, denn hier ist wirklich alles ansonsten sehr, sehr massiv. Und da ist für den Motor hier drin, für den Antrieb, für den Empfänger erst einmal kein Platz. Bei mir persönlich wird sie dann sowieso ins Regal wandern. Und dort kann man sie sich dann bei mir anschauen. Ich denke, ich habe alles gesagt, was es zu sagen gibt. Vier Teile oder erstmal die vier Teile sind übrig geblieben. Eine ganze Tüte voller Gummis ist augenscheinlich jetzt auch erst einmal über, da diese Lok jetzt so aus dem Stegreif nicht unbedingt zu motorisieren ist. Da muss ich dann mal gucken, ob man da mal irgendwie einen Anhänger nehmen kann, indem man so ein bisschen die Technik verbauen kann. Aber selbst dann wird die Lok nicht unbedingt Gummis brauchen, denn das habe ich euch gerade auch ganz vergessen zu zeigen. Die hier, naja gut, die beiden drehen, aber hier ist mit Drehen jetzt nicht unbedingt viel. Also das ist gewohnte China-Qualität für jeden, der schon mal einen Zug dort herkommen lassen hat. Das ist jetzt nicht unbedingt das Dollste. Wenn man es jetzt so ein bisschen hier auf der Matte hin und her schiebt, geht es dann schon, aber das ist jetzt nicht unbedingt einfach, dass das Ganze geht. Ich hoffe, ihr hattet wieder Freude, mir zuzuschauen. Ich bedanke mich natürlich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann, ihr kennt das, Daumen hoch, freut der Kunde sich hier wahnsinnig drüber. Wenn ihr mir den Daumen runter gebt, dann seid so ehrlich und benutzt vielleicht auch die Kommentarfunktion und schreibt mir, warum euch das Ganze nicht gefallen hat. Habe ich noch was vergessen? Auch dann dürft ihr natürlich die Kommentarfunktion benutzen. Ein Abo, das würde mich natürlich wahnsinnig freuen. Und wenn ihr dann auch noch die Glocke drückt, dann erfahrt ihr jederzeit, wenn ich etwas Neues hochlade. Ihr könnt es euch anschauen und der Kreis schließt sich wieder. Ich wünsche euch bis zum nächsten Mal eine gute Zeit. Vielen Dank fürs Zuschauen und vielleicht bis bald auf diesem Kanal.